Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, wir sind hier auf Hypixel in der Survival Games Lobby. Und jetzt spielen wir doch mal eine Survival Games Runde. Das wird mal so ein kleineres Let's Play zum Reden, um neue News mit euch mitzuteilen und so weiter. Ja, und gleich geht's los. Hoffentlich kommt das Video gut. Also ich meine von der Grafik her, ich probiere nämlich gerade ein neues Aufnahmeprogramm. Ich teste nämlich gerade mehrere herum und dann schaue ich, welches mir am besten gefällt. Apropos, ich spiele mit Shader. Yay. Wo ist Meatmaster? Meatmaster? Yay, Meatmaster. So. Ich renne jetzt mal nicht in die Mitte, denn das bringt mir nichts, nämlich bei Meatmaster bekomme ich extra, wie heißt das? Ja, also ein Art Schwert und unter anderem auch extra Essen. Oh nein, das steht schon ein Bad tot. Obwohl, nein, gut für mich, aber die Schutzzeit ist leider schon vorbei. Und ich habe schon öfters auf der Map gespielt und ich weiß jetzt auch, wo die ganzen Kisten sind. Not bad, not bad. Das verschütte ich mal gleich jetzt, bevor irgendwann mal so ein Depp kommt und glaubt, er muss mir das wegnehmen. Mich töten, dann kann ich den gleich schon schnell wegschlagen, voll Fame so und ja. Hey, ja, Meatmaster. Habe ich Meatmaster? Ja, alle bekommen jetzt Killboost. Steinschwert. Your Kit. Ich habe mein Kit bekommen. Ja, bitte schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Shader findet, sonst nehme ich einen anderen. Aber ich finde ihn eigentlich sehr schön. Das ist so ein, also Zeus Preview 2 Shader und ich finde es so realistisch. Also der ist so angenehm. Nicht übertrieben, aber angenehm halt eben. So, wenn es mir schon zur Verfügung steht, dann nehme ich doch gleich mal meine Golden Boots. Ja, wo kann man da oben hin? Weil man muss ja auch immer auf die Bäume schauen. Ich meine, auf den Bäumen gibt es viele Kids. Meine lieben Kinder. Das ist ein Lehrvideo. Meistens. Also, bei Gome HD keine Werbung machen. Nein. Ich weiß, dass bei manchen GOMMA-D-Maps, bei GOMMA-D sozusagen genützt werden für seinen Server, gibt es einige Kisten auf den Hügeln. Oh, ich meine, da bin ich schlecht gesichert. Wäre es eine Idee, ins Wasser zu springen und dann schnell rüber zu schwimmen, bevor mich einer entdeckt? YOLO. YOLO LOL Roffel Kartoffel. Ja, das mag ich. Ah ja, apropos zu meinem letzten Video, diesem Patrick Dumpster Video, ja, das habe ich zusammen mit den Pace von LP gemacht. Uns war einfach ein bisschen langweilig und das hat uns irgendwie gereizt, eine ziemlich gute War ziemlich lustig. Sind wir irgendwann mal drauf gekommen, ja, warum sollten wir nicht mal so was Seltsames machen? Und dann haben wir es auch schlussendlich gemacht. Da gibt es ja null, also es ist ja wirklich. Ah. Amüsant, amüsant. Seht ihr da irgendeinen Namen? Hoffentlich ist das Video nicht zu langweilig bei euch. Ich mache es immer so, dass ich bei Survival Games mir erst all den guten Stuff zusammensammle. Ja, man kann ja nie wissen. Und dann erst beginne ich am Schluss zu kämpfen. Vor nicht. Vor sieht doch schon, wenn es nötig ist. Aber ich bin wie die Schweiz. Ich greife niemanden an. Wenn mich jemand angreift, greife ich den auch an. Aber sonst nicht. Schauen wir mal rum. Hoffentlich finden wir jetzt hier keinen. Players 9? Wow.
Ich halte es normalerweise nicht so lang durch, aber am Schluss wird es hoffentlich wesentlich zackiger gehen, wenn ich ein paar Sachen finde. Ich weiß, glaube ich, sogar, wo es hier Diamanten geben könnte, aber die Kisten werden ja meist bei jeder Runde umgestellt. Hoffentlich bin ich der Einzige, der da bis jetzt raufgerannt ist. Vielleicht bekommt man dann da oben ein extra gutes Kit. Hoffentlich. Nein, das ist einfach nur so ein depperter Blut. Ich will jetzt nichts sagen, aber das ist so ein... Da können, hier können wir uns mal kurz verkraulen, wenn wir warten wollen, dass niemand kommt. Wenn jemand kommt, wir töten den dann. So, bam, bam, runterschmeißen. Ja, ich klinge heute vielleicht ein bisschen seltsam mit meiner Aussprache. Das kann gut möglich sein, dadurch, dass ich heute viel Spaß hatte. Dadurch, dass die Schule bald aus ist und ich endlich die Sommerferien genießen kann. Aber das ist erst bald. Zukunftsbewahrt, war da jemand? Ich tue so, als hätte ich mal Optifine. Ah, nein, es geht nicht. Vorstellungskraft. Meine Vorstellungskraft ist jetzt gerade dafür zu gering, sonst würde es gehen. Ja. Ah, nein, Bruder, nein. Der hatte ja wirklich sexy Stuff da, also wirklich. Ich renn mal hoch. Dann ziehe ich mir diese ganzen schönen Sachen an. Von Kinderhand gemacht? Nein. Das finde ich eigentlich... Dieses Kommentar ist gerade beschämend für mich. Also dafür möchte ich mich jetzt wirklich entschuldigen, nicht nur als Scherz entschuldigen. Ich weiß, das war jetzt ein dummes Kommentar. Aha. Schick, schick. Vier Player. Das könnte ein amüsanter Schlusskampf sein. So, jetzt erstmal ein bisschen Erfahrung holen. Ich habe oben. Ja. Auch Patronen. Das könnte mal ein guter Kampf sein, der mir da gelingt. Was bringt mir der? Zeigt er mir, wo der nächste Spieler ist? Oder was? Verändert er sich? Geht da gerade jemand? Nein. Schön sneaken, das mögen sie gerne, die anderen Mitspieler, wenn man so sneakt. Ja, und das ist auch ein Grund, warum ich gerne am Berg spiele. Ja, du gehst einfach so chillig rum und da kommt er da entgegen und du kannst ihn dann so beim runterschlagen. Ja, ich klinge heute echt seltsam, sorry, aber... ja. Ich tue immer noch so, als hätte ich Optifine. Das wäre eigentlich hier am Berg echt praktisch. Also ich gebe euch den Tipp, die Map heißt Kutlu Island. Schaut sie euch mal an und wenn ihr gute Ideen habt, wie ihr jemanden killen könnt, geht auf die Map, holt euch Optifine und dann schaut, dass ihr so schnell wie möglich einen Pfeil bekommt und nicht erst irgendwann nach 10 Minuten... Wenn irgend so ein Volldepp aufkommt und glaubt, er könnte es mit mir aufnehmen. Nein, natürlich nicht, aber oh, ich liebe Shader, vor allem den. Ja. Und... nein, das ist keine gute Idee. Hey, ein Kill. Ich frag mich, wann die Kisten resettet werden. Ich habe eine Idee. Normalerweise verkraule ich mich da immer so in seltsam verwinkelten Ecken und greife jemanden hinterhältig von hinten an. Aber dadurch, dass ich ein Let's Play mache, möchte ich euch nicht warten lassen. Und dadurch werde ich jetzt in die... Werde ich schauen. Ich renne mal jetzt nicht. Obwohl, ich habe Blitzboost. Hey, der hat nur noch 3 Players. Blitz Survival Games. Mist. Ah, das geht sich nicht mehr aus. Dann bereiten wir uns mal vor. Bisschen Food essen. Was hat er eigentlich für eine Verzauberung? Haltbarkeit. Super. Ist eigentlich gut. Aber in Survival Games bringt sich's nicht, weil die dauern ja eh nur so ein paar Minütchen. Minütchen, Popöchen. Ja, und was kann ich dazu sagen? Nicht wirklich was. So, es lief doch gut eigentlich. Normalerweise bin ich nicht so der PvP-Killer und baue eigentlich lieber, aber jetzt wollte ich mal was Neues ausprobieren. Wollen wir doch mal nicht so konservativ sein. Und... nein!
Nein, Bruder, nein. Kann ich dich umbringen? Kann ich dich umbringen? Kann ich dich umbringen? Kann ich dich umbringen? Wow, das habe ich aber schon. Geht's los? Ach so, Damage erst in ein paar Minütchen. Und er ist schön konzentriert. Obwohl, nein, das ist eigentlich nur ein sinnfreies Spiel, das Entwickler erfunden haben, um Leute wie mich, die eigentlich so gelangweilt sind und nur den ganzen Tag vorm Lab-PC sitzen. Nein, Bruder, nein. Nein, Bruder, nein. Nein. Ja. Das war's jetzt ziemlich lustig. Dritter Platz, ich meine, nicht schlecht. Also für meine Verhältnisse relativ gut. Und das war auch jetzt mal, hat jetzt was gebracht. Ich habe nur einen Kill gemacht und hatte echt guten Stuff, aber man kann ja halt nicht jeden herausfordern. Ja, und ich möchte jetzt noch eine Survival Games Runde dranhängen, also ich komme gleich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Also nicht ciao, ich komme ja gleich wieder, also sagen wir eine Millisekunde, weil ich mache ja immer nur so einen kleinen Abstand zwischen den einzelnen Videos. Hi Leute, ja, hier sind wir wieder zu einer neuen Survival Games Runde. Ich weiß nicht, wie die Map heißt. Sie heißt irgendwas mit Alien und Tower. Alien Tower. Ja. Wow. Das war jetzt wirklich so anspruchsvoll für mich. Also ich kann es euch gar nicht beschreiben. Ja, hoffentlich geht mein Glück weiter. Ich hatte heute einen lustigen Tag. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich heute mal gut bin und mich über nichts ärgere. Ja, wollen wir jetzt über irgendwas reden? Oh, Meatmaster. Lecker, lecker, schmecker, schmecker. Dadurch, dass ich weiß, dass ich es eh nie hinbekommen werde, da hinten drin eine Kiste zu bekommen, renne ich mal schnurstracks da nach hinten hin. Wo ist besser? Ja, da hinten ist eine Kiste. Ich sehe es mit meinem virtuellen Optifine. Und mit meinen guten Augen. Ich sehe da eigentlich überall Kisten. Ah, sogar die da vorne. Nein, diese Spaß rennen mir nicht. Nein, Entschuldigung, sorry, Entschuldigung. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen. Spaß ist kein ordnungsgemäßiger Ausdruck. Los, erstmal ganz weit wegrennen. Strategie. Erst wegrennen. Da wäre Essen gewesen. Ich Dönerkopf. Kann ja nie wissen. Und dann ganz peinlich Sommerspade Spaß in einem schönen Texture. Wie heißt das? Einen Sada. Einen Schatten mit einem Schutten. Sada. Das hört sich so blöd an. 7 Players remaining. Wow, das geht ja schnell. Die schlachten sich ja gegenseitig ab, wie Heuschrecken, die zusammen eingepackt sind, um sie an Reptilien zu verfüttern. Wow. Das war jetzt wirklich der beste Vergleich, den ich heute geäußert habe. Also, das war wirklich das Beste, was ich heute gesagt habe. Das könnt ihr bezeugen. Nur Schuhe. Ja, ich weiß, Schuhe sind schön. Und viele Leute mögen Schuhe. Ich mag auch Schuhe. Aber in Minecraft bringen mir die eigentlich nicht so viel, weil da kann ich auch wie ein kleiner Depp bloß füßig rumgehen. Und nein, da kommt irgend so ein Döner. Nein, diese Dönerbude bekommt mich nicht. Oh nein, das... Oh. Ja. Den so schön genannten Dönerbude. Oder auch sogenannten Döner, hat mich erwischt. Ja, dagegen kann ich nichts machen, aber jetzt dauert das Let's Play auch schon 5 bis 10 Minuten. Deshalb lasse ich es mal und möchte ich mich verabschieden von euch bis zu meinem nächsten Let's Play. Ja, vielleicht kommt mal ein Let's Play Together mit LPs von LOL, LPs mit LOL. Checkt ihn mal aus oder mit LPs von LP. So ein Let's Play Together, das wäre cool. Ja, und ich möchte mich verabschieden, verabschauen, ciao, ciao, servus.